Wir alle wissen, EAFC 25 ist extrem verbuggt. Vor allem der Karrieremodus. Und deshalb habe ich mir von meinen Zuschauern die schlimmsten Bugs, Fails und so weiter an diese Mail hier schicken lassen, um sie euch jetzt zu präsentieren. Damit ist auch ein absolutes Legendenformat zurück. Früher habe ich es immer die krassesten Karrieremomente genannt. Die letzte Folge davon kam am 19.11.2021, also vor 3 Jahren raus. Wenn ihr es jetzt wieder öfter sehen wollt, lasst einen Daumen da und schickt natürlich richtig verrücktes Zeug ein. Aber fangen wir beim mit Abstand verbuggtesten Element im FC 25 Karrieremodus an. Kam neu mit dazu in diesem Teil, aber wie so oft wurde von EA eher so semi-gut umgesetzt. Das Social Media ist so ein bisschen eine Fusion aus Instagram und Twitter, aber da geht's im Game wirklich komplett drüber und drunter. Hier, erster FC Köln, der bald seine Karriere beendet, wurde für seine Leistungen im Spiel gegen Ausrufezeichen kleiner als 2, größer als zum Star des Tages gekürt. Da schreibt sogar der erste FC Köln großartig. Und das, obwohl der Verein laut dem Text bald seine Karriere beendet. Wie darf ich mir das vorstellen? Oder das hier. Schledewitz für Tschechische Republik mit einem Tor zu einem 2:1 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Dieser Schledewitz trägt da auf dem Bild ja wohl eindeutig ein Deutschland-Trikot. Aber dann steht da, er spielt mit Tschechien gegen Frankfurt. Seit wann spielen Nationalteams gegen Vereinsmannschaften? Und es hört nicht auf, warum ist das hier jetzt auf einmal Englisch? Und die Kommentare sind dann auf Deutsch, links unten steht Kommentare ausblenden auf Deutsch. Also hier wird eindeutig auf Deutsch gezockt, die News sind dann auf Englisch. Und wenn die dann halt wenigstens Sinn ergeben würden. Aber nein, the club have signed Theat on a permanent deal after his successful loan spell with the buyout option reported around -1. -1. Das heißt, ich kann den Spieler kaufen über seine Buyout-Option, Freigabesumme, und die müssen mir noch Geld geben. Und danach diese sinnlosen Zeichen immer. Warum sind in den Newsbeiträgen immer diese sinnlosen Zeichen? 36 AAEA Pfundzeichen, AAEA Pfundzeichen und immer so weiter. Und die Kommentare. Trophy Name April 15 1824 schreibt zum Beispiel. So viele Chancen darfst du nicht liegen lassen. Was für Chancen liegen lassen? Hier geht's nicht um Chancen. Wir haben einen neuen Spieler verpflichtet und du redest über Chancen. Die Bundesliga kommentiert, Schluss jetzt, ich gebe auf. Habe ich gerade auch schon drüber nachgedacht, aber wir haben allein noch so viel mehr von diesen Newsbeiträgen. Bei einem Sieg gegen AS Roma sind wir in der nächsten Eintracht Frankfurt Runde, in Klammern UEFA Europa League. Sebastian Grüner und der Verein treffen sich mit ihren Kunden, um den Profi zu Ipswich Town zu holen. Der Torwart-Profi hat den Konditionen schon zugestimmt und will mit dem Club ... Also zum einen, seit wann ist Iran Kunda ein Torwart? Oder seit wann machen Keeper sowas hier? Aber auf dem Bild ist ja dann einfach Ter Stegen drauf. Also es sind ja immer gleich mehrere Dinge auf einmal falsch. Stones 30 ist der jüngste Neuzugang im beeindruckenden Kader von Bayern München, der Torwartprofi. Stones ist auch kein Torwartprofi. Das ist ein Innenverteidiger. Der Torwartprofi will sich die Chance nicht entgehen lassen, Teil einer goldenen FC Bayern ... Und wer ist auf dem Bild? Richtig, Harry Kane, der unglaubliche Neuzugang des FC Bayern. Man kennt ihn, er ist Torwart und der jüngste Neuzugang. Und wir machen direkt weiter. Ich hätte die Folge allein mit Social Media Beiträgen füllen können. Hannover 96 zeigte gegen Hamburg SV eine solide Defensivleistung und blieb ohne Gegentor. Am Ende gewann die Mannschaft von Ende mit 2:0. Das ist ja alles ganz normal. Das passt doch eigentlich. Ja, aber dann schaut mal in die Kommentare rein. Und was schreibt Raimundo Andrade da? Individueller Standardkommentar für Social Media Beiträge. Individueller Standardkommentar für Social Media Beiträge. Auf alle Fälle einfallsreich, was soll ich sagen? Jetzt habe ich auch noch 2 Videos sogar. Hier steht vom Kicker: Nach einer schwachen UEFA Champions League Saison hat sich Dortmund durch den Erfolg auf europäischer Ebene die Teilnahme an der UEFA Champions League der nächsten Saison gesichert. Das besondere Augenmerk liegt da auf der Aussage schwache UEFA Champions League Saison. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber wenn man den verdammten Titel holt, dann war das keine schlechte Champions-League-Saison. 3:2 Sieg im Finale gegen Arsenal, Schlott
Quarterback mit der CL-Trophäe, aber natürlich schlechte Saison. Vor allem steht er ja nicht mal insgesamt schlechte Saison, weil das könnte ja sogar sein, sondern nein, hier schlechte UEFA Champions League Saison. So, und jetzt aber wirklich der letzte Newsbeitrag. Ich kann es nicht mehr sehen, wir haben aber noch so viel anderes Zeug. Von Paul auch ein Video: Für Eintracht Frankfurt soll das Spiel gegen Kellerkind Sportclub Freiburg der nächste Schritt in Richtung Titel sein. Wer hält zum Außenseiter? Kellerkind Sportclub Freiburg. Nur damit ihr es nochmal gehört habt, weil wir gehen jetzt rüber zur Tabelle. Und ach ja, Freiburg ist da auf dem ersten Platz. Riesengroßer Underdog. Ich glaube, die haben überhaupt keine Chance. Aber es gibt wohl noch so eine weitere Sache im Game. Die ist immer wieder verbuggt. Ich habe jetzt einfach mal drei Beispiele dafür rausgesucht. Und ihr sagt mir jetzt auf dem ersten einfach mal, wo ist der Fehler? Ich warte. Wo ist der Fehler? Schreibt es in die Kommentare rein. Was stimmt an diesem Bild nicht? Richtig, natürlich. Es ist das DFB-Pokalfinale. Und was kannst du gewinnen? Natürlich die Meisterschale. Hier auch nochmal schön aus einem anderen Winkel. Das ist eindeutig die Schale für die deutsche Meisterschaft. Aber immerhin gewinnen die überhaupt eine Trophäe. Hier dann aber der Mr. DNS mit dem FC Barcelona hat einfach keine bekommen. Araujo hält einfach so nichts in die Luft. Wie komisch der auch seine Arme dabei hält. Das sieht schon auch ein bisschen gruselig aus, muss ich sagen. Und hier jetzt noch so eine Mischung aus beidem. Interessanterweise auch mit dem FC Barcelona. Weil ihr seht schon, vorne auf dem Podest, da steht einfach nichts. Wenn man dann aber genauer hinschaut, dann schwebt zwischen den Spielern irgendwo so ein ganz komischer Pokal einfach durch die Gegend. Da am Bauch von Florian Wirtz. Und daneben ist Petri. Hinter Lamine Yamal, jetzt sieht man es gut. Da war so ein silberner Ball. Oh, heilige Scheiße, wie das aussieht. Aber so ein silberner Ball auf einem braunen Sockel. Aber den bekommt er nicht in die Hand. Stattdessen muss er mit gar nichts in die Fankurve laufen. Die denken sich auch, was will der eigentlich von uns? Perfekt auch, dass das der Gulasch-Prinz eingesendet hat. Und warum habe ich das Video so lange laufen lassen? Weil jetzt auf einmal beim großen Foto mit der Mannschaft, da posieren sie jetzt wieder vor dieser silbernen Kugel da. Das Gute ist, das sind alles harmlose, rein visuelle Bugs. Also ist natürlich schade, dass du jetzt keine CL-Trophäe gesehen hast, aber mein Gott, du weißt ja, dass du sie gewonnen hast. Was machst du jetzt aber in so einem Fall hier? Alle Vereine in der Europa League, sieht man im Hintergrund, haben 8 Spiele gespielt, aber die Spurs cheaten einfach komplett rein und haben 16 Spiele. Sind deshalb logischerweise auch Erster? Ich frage mich halt, gegen wen die diese Spiele gespielt haben, weil die Gegner müssten doch dann auch eigentlich mindestens ein Spiel mehr haben. Der Einsender Igor hat leider nichts dazu geschrieben und auch der Andreas schreibt in seiner Mail einfach nur: Das ist sehr crazy. Und oh ja, das ist es auf alle Fälle nochmal crazier als das von gerade eben. Denn hier haben alle Vereine noch 0 Spiele. Außer der FC Barcelona. Die haben 180 Partien. 180 Partien. Daraus 129 Punkte geholt. 178 Tore geschossen. 178 Gegentore bekommen. Und links an der Seite sieht man ja sogar die Ergebnisse. Alles am 5. November gespielt und immer Barcelona gegen Barcelona. Also hier war das neue Champions League Format einfach nur komplett verglitscht. Aber es ist ja nicht nur bei der Champions League so. Auch in der Europa League. Und interessanterweise sind es auch hier die Spurs, die die ganzen Spiele absolviert haben. 144 an der Zahl. Und auch in der Conference League. LASK 68 Punkte. Alleine an der Spitze. Aber klar, wenn du halt auch 108 Partien bestreiten darfst und die anderen Teams gar keine, dann ist es logisch, dass du Punkte hast und die anderen nicht. Ich frage mich halt jetzt wirklich an diejenigen, bei denen das schon mal passiert ist. Meldet euch unbedingt in den Kommentaren. Was ist dann passiert? Also, wer ist weitergekommen? Wer ist rausgeflogen? Oder wurde die Tabelle irgendwann zurückgesetzt und alles ganz normal gespielt? Schreibt mir das unbedingt unten in die Kommentare rein. Dieser Spieler möchte seine gesamte Karriere bei seinem derzeitigen Verein verbringen und ist nicht zu einem Wechsel bereit. Habt ihr das schon mal bei einem Spieler gelesen, den ihr eigentlich verpflichten wolltet? Ich hatte das noch kein einziges Mal den ganzen FC 25 und ehrlich, ich finde das richtig, richtig cool. So ein bisschen Thomas Müller-Style oder fällt mir noch ein, der seine ganze Karriere bei einem Verein geblieben ist. Es gibt ja mehrere. Hier ist es Stan De Loif von Darmstadt ausgerechnet. Aber den kann man hier nicht holen, weil er seine Karriere bei Darmstadt verbringen möchte. Und das ist super, super cool. Klar, das dürfen nur ganz wenige Spieler haben, weil sonst wird es irgendwann nervig. Also bei dem einen oder anderen ist es ja richtig nice. Wie gesagt, ich hatte das aber noch nicht. Hattet ihr das schon mal? Und wir bleiben so in dieser
Spielermenü-Ansicht, sind jetzt aber bei der Jugendmannschaft. Hä, aber wie groß ist dieser Jehor Schewtschuk bitte? Größe 257 cm. Ich bin ehrlich, ich fände das saucool, wenn das bei mir in der Karriere passieren würde. Also danke, Linus, dass du mich zumindest mal davon träumen lässt. Er schreibt, ich habe einen super Screenshot für das Bugs Face Video für EFC. Seit diesem Jahr können Jugendspieler anhand ihres Potenzials ja auch wachsen, aber was wäre denn ein neues Karrieremodus-Feature, wenn es nicht total verbuggt wäre? Ich bin in meiner Frankfurt-Karriere Ukraine-Trainer geworden und habe demnach nach ukrainischen Verteidigern gescoutet und da diesen Schewtschuk gefunden. Als ich ihn verpflichtet habe, war er noch relativ normal groß, 1,80 oder so, aber nach 2 Monaten war er dann 2,57 Meter groß. Der hätte mal lieber Basketballer werden sollen. Ja, da wäre der ja auch komplett OP. Der muss ja gar nicht mehr hochspringen. Alexa, wie groß ist der größte Mensch der Welt? Der US-Amerikaner Robert Wadloff gilt mit einer Körpergröße von 2,72 Meter als der größte... Oha, der ist ja einfach noch größer als Schewtschuk. Aber gut, der ist auch kein Profifußballer, der mit 17 Jahren schon eine 66 hat. Weil würde ich den gerne mal in-game sehen. Aber ich habe es jetzt erst gesehen. Am Ende seiner Mail hat Linus noch geschrieben, dass er nicht spielbar ist scheinbar. Ich denke mal, das wird bei Kilian Braun in seiner Zukunft ein bisschen anders sein. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, was ist das für ein komisches Menü hier? Da steht doch nur 96 Gs. Aber man erkennt ganz klar am Hintergrund, das ist aus einem Jugendturnier raus. Und für alle, die es noch nicht wussten, über Jugendturniere kann man das Potenzial seiner Spieler herausfinden, weil man kann ja einstellen, dass die direkt bei maximalem Potenzial da rumlaufen, dass die schon so gut sind. Und dann gießt er einfach während dem Match auf die Spielerleistung und dann steht da die Gesamtstärke dabei. Kilian Braun in dem Fall 96 Potenzial. Wie heftig können Jugendspieler bitte sein? Ich dachte, das Maximum liegt bei 94. Hä, und der Ulle, der es eingeschickt hat, sagt ja sogar selbst, dass eigentlich 88 bis 94 Potenzial dastand. Und dann hat er aber einfach 96. Und ihr dachtet jetzt, das sei giga krass. Aber das ist, weil ihr Arthur Dreier noch nicht gesehen habt. 15 Jahre alt, bei ihm Potenzial 88 bis 94. 94. Das höchste ist 94. Dann startet der Nico aber ein Jugendturnier, weil er das Potenzial herausfinden will. Und dann steht da einfach 98 Gesamtstärke. Das bedeutet, dieser Arthur Dreier hat direkt ein Potenzial von 98. Und es kann auch kein dynamisches Potenzial sein, weil das gibt es in der Jugendakademie nicht. Und er kann nur in der Jugendakademie sein, weil sonst kannst du keine Jugendturniere mit dem zocken. Auch da würde mich jetzt halt interessieren, wie gut ist der wirklich geworden? Die Frage ist, zählt das als Bug? Aber ist ja auch egal, das sind ja hier einfach die krassesten Karrieremomente und jetzt habe ich ja wieder einen Bug. Weil das hier ist ja nicht normal, wie ist diese Situation bitte entstanden? Der Ball liegt perfekt im Mittelkreis und dann stehen da einfach so aufgereiht alle Spieler nacheinander. Und ich weiß, dass das aus dem Highlight-Modus raus ist. Steht ja auch dabei in der Mail, ich hatte einen Bug im Highlight-Modus, dass bei einer Gelegenheit das Spiel so gestartet ist und danach ging es in echter Zeit einfach weiter, also in echten Sekunden. Wenn man keine Stunde warten wollte, musste man das Spiel bis zum Ende simulieren. Aber ich habe halt auch noch ein Video davon. Auch noch schön direkt mit Musik untermalt. Was ist das hier? Bremen gegen Bayern? Warum stehen die so im Highlight-Modus? Soll angeblich Alleingang sein. Also auch hier Highlight-Modus. Du kommst rein, Alleingang und alle Spieler schön in einer Linie. Der Highlight-Modus ist echt so crazy verbuggt. Ich habe mich ja da auch schon mehrfach in meinen Videos drüber aufgeregt. Aber so sehr verarscht wie der Marco wurde ich dabei noch nie. Erste Szene. Er spielt mit Aachen. Ball geht ins Aus, Szene vorbei. Ja, okay, dann nehme ich halt die nächste Szene. Zweite Halbzeit, 46. Minute. Wieder so ein schöner Pass auf Außen. Jetzt die Gelegenheit und ach, der geht auch einfach ins Aus. Ich weiß, kein schlimmer Bug, aber verdammt lustig. Ich glaube, ich würde komplett ausrasten. Erik Smith hat zuletzt... Ja, warte mal, Erik Smith fühle ich richtig. Bei den habe ich bei Kickbase. Super, super Spieler. Erik Smith hat zuletzt nur 108% der Zweikämpfe gewonnen. Die Betonung liegt auf nur, ne? Er hat nur 108% der Zweikämpfe gewonnen. Die Probleme, den Ball zurückzuerobern, sind nicht zu übersehen. Machen Ihnen diese Zahlen Sorgen? Also mir würden die Zahlen schon Sorgen machen, aber nicht wegen Erik Smith, sondern wegen dem Pressevertreter, der diese Frage gestellt hat. Was soll denn das heißen, nur 108% der Zweikämpfe? Das heißt, er hat ja einfach mehr Zweikämpfe gewonnen, als es überhaupt gab. Der hat wahrscheinlich noch einen Zweikampf auf dem Weg ins Stadion gewonnen und daheim den Zweikampf mit seiner Frau gewonnen und mit seinen Kindern. Hat im Kabinentrakt noch irgendjemand ausgedribbelt? Oder wie zur Hölle sonst sind 108% gewonnene Zweikämpfe möglich? Und wie kann das ein Problem sein? So, und jetzt werde ich zu Ihrem Jonathan Franks. Vorsicht!
Sie erleben nun eine echte Katastrophensendung. Denn jetzt kommen noch die richtig, richtig mysteriösen Dinge. Sicherlich haben sie inzwischen gemerkt, dass wir keine der hochklassigen Spieler verpflichten können, für die sie unrealistische Angebote abgegeben haben. Sie müssen sich auf zu verwirklichende Transfers konzentrieren und sollten unseren Verein nicht lächerlich machen. Vorstand. Also wenn ich diese Nachricht von meinem Vorstand im Karrieremodus bekommen würde, ich würde mir ernsthafte Gedanken machen. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das echt ist. Was meint ihr? Ist das ein richtiger Screenshot oder wurde das bearbeitet? Weil an sich sieht das total echt aus. Wie das fotografiert ist und so. Das kannst du nicht so leicht faken. Wenn, dann musst du einen Screenshot im Game machen, dann der Text ändern und es dann nochmal abfotografieren. Also wenn, dann hat sich der Enes da mega Mühe gegeben. Ich habe halt des Öfteren versucht, Paris Brauner zu verpflichten. Er meint Paris Brunner ziemlich sicher. Aber beim dritten Mal kam dann diese Nachricht. Hey, schreibt es mir bitte in die Kommentare rein. Denkt ihr, das ist fake oder das ist echt? Ich fände es irgendwie cool, wenn es echt ist. Vor allem, sie sollten unseren Verein nicht lächerlich machen. Und wir bleiben jetzt auch bei so ernsteren, mysteriösen Themen. Aktuelle News. Mignon hat sich verletzt, in Klammern Krebs, und fällt circa 2 Monate aus. Davon habe ich auf Social Media auch schon gehört, dass es jetzt Krebs als neue Verletzung gibt. Hatte ich noch nie. Finde ich ein bisschen verrückt, dass er dann nur 2 Monate ausfällt. War eigentlich ist ja schon eine sehr schwierige Geschichte. Bei Allaire zum Beispiel ist es zum Glück gut ausgegangen, aber der war deutlich länger raus als nur 2 Monate. Aber EA hat scheinbar auch noch andere, jetzt zum Glück auch lustigere Verletzungen ins Game gebracht, wie die Hendrovic-Verletzung. Murat Ahmed sagt hier, ich habe mich vollständig von meiner Hendrovic-Verletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Hendrovic-Verletzung. Was zur Hölle ist eine Hendrovic-Verletzung? Ja, Überraschung, findet man nichts zu. Es gibt keine Hendrovic-Verletzung. Und es gibt auch keine Adi-Verletzung. Was haben die für komische Verletzungen reingebracht? Ich habe mich vollständig von meiner Adi-Verletzung erholt und hoffe, dass ich heute wieder zur Mannschaft gehöre. Florian Kleinhansel hat sich an seinem Adi wehgetan. Das kann man auch falsch verstehen. Aua, aua, Florian Kleinhansel, mein Adi tut weh, ich kann heute nicht spielen. Ey, und wie zur Hölle kann ein Spiel 15:2 nach Elfmeterschießen ausgehen? Es ist DFB-Pokal. Der HSV trifft auf 1860 München. Es steht 3:3 nach regulärer Spielzeit. Und der Paul ist ja dann sogar rausgeflogen. Ich bin im Pokal in Elfmeterschießen rausgeflogen. Als ich jedoch weiter simuliert habe, war ich in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Weil er angeblich 15:2 gewonnen hat. Wieso hat der Schiri die so lange weiterschießen lassen? Das war doch schon längst entschieden. Ich check immer nicht, wie sowas geht. Adeyemi soll Adeyemi ersetzen. Es geht direkt so weiter. Adeyemi soll Adeyemi ersetzen. Dass Adeyemi an Chelsea abgegeben wurde, sorgte durchaus für Furore auf dem Transfermarkt. Und alle fragten sich, was Franz nun wohl als nächstes vorhatte. Die Antwort: Freiburg holt Karim Adeyemi und hofft damit, die Lücke nach dem Abgang von Adeyemi zu füllen. Das ist clever. Wenn du eine Lücke hast, in der mal Adeyemi war, dann kaufst du einfach Adeyemi. 10 von 10 System gedribbelt. Karim Adeyemi brilliert bei Chelsea. Es gibt Spieler, die lässt man gerne gehen, aber bei Freiburg und Adeyemi ist das definitiv nicht der Fall. Denn bei seinem neuen Club konnte er zuletzt so richtig auftrumpfen. Die Chelsea-Fans freut es sicher, dass man solch einen Spieler für gerade mal 300 Millionen Euro holen konnte. Gerade mal 300 Millionen Euro. Das war jetzt eigentlich nicht der Bug, den ich zeigen wollte. Warum zur Hölle schreiben die da gerade mal bei 300 Millionen? Ein Betrag, der angesichts seiner Auftritte unfassbar niedrig erscheint. Ja, crazy niedrig. Teuerster Fußballer aller Zeiten, crazy niedrig. Aber was hat der Marius dann gemacht? Er hat ihn einfach direkt zurückgekauft. Und zwar für nur 200 Millionen. Heißt, er hat auch noch Plus gemacht mit der ganzen Nummer. Wir schließen die Folge ab, wie früher auch immer, mit geisterkranken Teams von euch. Ich habe jetzt aber nur eins rausgesucht, weil mittlerweile, ganz ehrlich, sind die Ansprüche auch krass gestiegen, spätestens nach meinen 99er-Challenges. Die hat auch der Sinan nicht geschafft und trotzdem ist sein Team absolut heftig. Vorne im Sturm 97er Friedrich, dahinter 98er Borges, links draußen 95er Jungbauer. Im Mittelfeld auf der 6 dann ein 99er Bianchi, daneben Meier mit einer 98, Steiner rechts 98, Porter 96, Ahmed 93, Adam 94, Simon 91, Jung 96. Auf der Bank natürlich auch noch absolute Maschinen, unter anderem Florian Wirtz. Das ist aus einer 1860-Karriere, also
schön dritte Liga gestartet und das Jahr ist 2039 mittlerweile. Also er hat den Karrieremodus komplett durchgespielt und dabei diese unglaubliche Mannschaft erreicht. Ich hoffe, euch hat die Rückkehr gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, haut einfach einen Daumen rein und schickt schön ein paar verrückte Momente, ein paar Bugs, ein paar Fails. Gerne auch überkrasse Teams, die krasser sind als das, was ich gerade gezeigt habe. An die Mailadresse derbernie@gmail.com. Und damit bin ich raus. Hat echt Spaß gemacht. War saulustig. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Jetzt nicht vergessen, hier mein letztes Video abchecken. Das war natürlich eine Folge der Aachen-Karriere. Und wer da noch nicht mit dabei ist oder schon mal dabei war und dann irgendwann ausgestiegen ist, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um wieder reinzukommen. Letztes Video abchecken. Falls du schon gesehen hast, hier ist auch noch ein anderes Video verlinkt.